Didn't Mitoboru say he wanted to meet us? Let's go find him and see what it's about. Der letzte Schatz. Sprich mit Fleischklops. Fleischklops scheint etwas von uns zu wollen. Also frag ihn, um mehr Details zu erfahren. Ahoy! Here you are! I thought you'd be too busy flying around the islands with those wings of yours. Bet you've long forgotten your old mate Mitoboru sitting there slowly soaking away in the ocean. We're here now, aren't we? So you said you needed our help. What's up? It's not that important. Remember when you helped me find the missing pieces of my body? How can I put it? I'm not sure if it's because I've fulfilled my wishes, or if these waters are slowly diminishing my ability to talk. Recently, I find myself sleeping most of the time, rather than staying conscious. Hat das etwas mit diesem Apparat zu tun? Du wirst durch das Ausschalten der Maschine betroffen. I see. So it's because of some contraption that I became your wave rider and could communicate with you. Oh, does that mean that once the effects of the machine wear off, Mitoboru won't be able to talk anymore? We gotta do something before it's too late! Ha ha! There'll be no need for that, Paimon. I am quite content that I had the chance to talk to you at all. Arr, the more I think about it, for me as a ship, to have gotten to talk to you in the past few days, it really is a wondrous thing. The stuff dreams are made of. But now, I need to ask you for one more favor. Natürlich. Remember when I told you that once we found my body, I'd take you for a cruise? Well, it seems my body was reduced to a slew of sorry shipwrecks. And most of the treasure was taken away, leaving nothing good for you. But this time, I swear, as a mighty pirate ship, there be treasure ahoy, and a fine treasure at that. Or else may I be strangled by seagrass and fed to the fish. Just trust me one last time. Well, since Mitoboru probably won't be able to speak soon, and since there really is treasure this time, let's go! Ein hoffnungsloser Fall. Da du das gesagt hast. Time to set sail! Arr, come on then, me hearties. Time to come aboard. Fahr mit dem Boot zu dem Ort, an dem sich der Schatz befindet. Such mit Fleischklops nach den von ihm genannten Schätzen. Okay, wo sollen wir hin? Oh, da drüben. Hä?
got so foggy all of a sudden? Oh, wow, look! There's a lot more lights on the sea! Those lights are from Inazuma. I haven't seen them for many... Warum spricht er denn nicht aus? Why did it get so foggy all of a sudden? Oh, wow, look! There's a lot more lights on the sea! Those lights are from Inazuma. I haven't seen them for many a year. Follow them. They look just like fishing lanterns. I feel like I'm back in the port at Seirai, with the fishing boats lining the harbor at night. Even pirates don't get to go on adventures every day. When he had free time, Simon would take us out fishing. He would harpoon fish with his barbed spear. I never saw him miss once. You have the catch with you, don't you? I've sensed it for some time now. Ah, those were good times. I'm sure he's still sailing across the sea, charting a course towards his dreams. Oh, I just remembered. I've got two things to tell you. First of all, I've remembered my name. Wow. So, Mitoboru... No, wait. Mr. Chip? What's your real name? The maiden of Asase Shrine named me Kosekimaru. Most of my mates were from Koseki Village, and she hoped I could take them back to their hometown. Kosekimaru. Paimon still prefers Mitoboru, but Kosekimaru is a nice name too. But I failed them. If only I could have been stronger, I might have been able to survive the thunderstorm and make it back to Koseki Village with my friends safe and sound. So. Jetzt haben die Kleider auch aufgehört, im Wind zu flattern.
thunder come from? Be careful! This thunderstorm is just like the one on that day. And so were the Inazuman lights we saw, too. Is this all happening because of me? Festering fish bait. I'm going to drag everyone down with me. Come on, me too! I am the proud Kosakimaru, pirate ship under the command of the mighty pirate, Ako Domiki. The wood of Seirai made me flesh and bones, and the shrine maiden of Asase gave me my name. I have sailed the seas for decades, never once leaving my friends behind. Even when fighting the strongest foes, I never feared nor faltered. A little thunder and lightning can't stop me! Ha! Watch me breeze through it. Kosakimaru, you're amazing. Oh, a talking ship is still just a ship. The traveler's superb sailing skill was what saw us safely through the storm. Willst du es nochmal machen? Danke für das Kompliment. I'm afraid I may have triggered the thunderstorm. These waters are less stable than they once were. But we've arrived. Traveler, Paimon, the treasure is right up there. Isn't this the place we first visited when we were looking for treasure? There was nothing here but half of Kosakimaru's hull. I am certain that there's treasure up there this time. It's... what did I call it again? It's the intuition of a mighty pirate ship. Wait a minute. You said you had two things to tell us, right? And the first one was that you'd remembered your name. What was the other one? Ha! I thought you'd already forgotten. I'll tell you when you come back. Surely the treasure should be near Kosakimaru's shipwreck. Let's go and check it out. Thunderclap! Lightning flash! What? Burst forth! Feel this ancient power! Can't fool me! Take this! Evil conquering!
Ich will ja jetzt nicht hochklettern. Nee, die wollen nicht mitspielen. Eine Frechheit. Boring. Wow! There really is treasure here this time! Huh, that's so strange! How did we miss it last time? Come on! Let's go find Kotsukimaru and show him what we found! Dieser Vogel möchte mich unbedingt ärgern. Live!
gereicht? Nee, ne? Frechheit. Come into being! Burst forth! Menti, die wollen mich alle ärgern. Give me a moment to compose myself. Come into being. Hat jemand gesehen, wo es hingeflogen ist? Hätte ja auch nicht sein können, dass ich Gott auf Fleisch übrigens durch bin. Das geht nicht in einem Rutsch hoch. Let's play. Yahoo! Naja, immerhin ist es keine Katze. Ich mag Katzen. Wenn ich das nicht ab kann, dafür kann ich nicht. The Ballad of the Treasure Chest. Worthless. Kazekimaru! Kazekimaru! We found the treasure. It's a model pirate ship! Your intuition finally worked this time! So, what's the other thing you wanted to tell us? Kosekimaru? Paimon. Er kann nicht mehr sprechen. Kosekimaru, you're a big fat liar! Paimon ist zu streng.
Ja. Seele, die Sturm und Blitz durchsteht. Ein Modell eines Piratenschiffs im Inazuma-Stil. Es fängt das Bild des Schiffs, das durch die Brandung schneidet, brillant ein. Man sagt, dass man, wenn man genau hinschaut, die folgenden Worte auf dem Profil des Schiffsrumpfs sehen kann. Zweitens, das Volk des Meeres sagt niemals laut: Lebe wohl. Let's move before the trail goes cold. Mechanisches Perpetuum Mobile Puzzle. Felix Hugo vom Hof von Fontaine scheint wegen etwas besorgt zu sein. Der Enthusiasmus in Mondstadt übertrifft meine kühnsten Träume. Die Stadt macht ihren Namen alle Ehre, selbst die Hilichhöhle waren so energiegeladen. Auf jeden Fall, Herr Yu, bitte geh nie wieder allein aus. Was? Was ist dann mit meiner Vorrichtung? Da fehlen doch immer noch, 1, 2, 3, 18, 19 Komponenten. Es gibt bereits Abenteurer, die nach ihnen suchen. Also kannst du in Ruhe in der Stadt warten. Aber ohne diese Vorrichtung, meine Inspiration, verstehst du? Was tue ich, wenn ich inspiriert werde? Inspiration ist flüchtig, wie... wie ein Rülpser nach einem Drink. Oh, wie flüchtig. Aha. Das ist eine gute Analogie. Die muss ich mir aufschreiben. Xavier wird sie lieben. Wenn ich das an einen Film draus mache. Du. Hm? Ehrenritter. Wunderbar. Ehrenritter. Bitte komm schnell. Was ist los? Was ist denn passiert? Darf ich vorstellen, er ist vom Hof von Fontaine. Er ist ein Visionär. So nennen wir uns. Herr Junge, das ist unser Ehrenritter von Mondstadt.
Aha. Junge, Felix, Junge. Sei gegrüßt, Ehrenritter. Ich habe schon viel von deinen vielen Heldentaten gehört. Von Xavier? Aber natürlich. Natürlich kenne ich dich. Wer kennt dich nicht? Dein Kampf mit Dwale in den Mondstadt wurde 3 Wochen lang auf der Titelseite des Dampfvogels gezeigt. Oh Gott, wir waren in der Zeitung. Diese Journalisten wären grün vor Neid, wenn sie wüssten, dass ich mit dir rede. Was ist der Dampfvogel? Schlagzeile? Wusstest du das nicht? Der Dampfvogel ist eine, nun ja, bekannte Zeitung am Hof von Fontaine. Und du hast ihnen geholfen, noch viel mehr Ausgaben zu verkaufen. Schulden die mir jetzt was? Schlagzeilen auf der ersten Seite, die ganze Ausgabe lang Interviews mit Experten und die besten handgezeichneten Bilder. Ha, die verdienen sich eine goldene Nase. Also, Reisender, Herr Felix, Jorge, ihr unterhaltet euch, während ich, entschuldigt mich, ich muss mich um etwas anderes kümmern. Es scheint, dass die Ritter des Ordo Favonius wirklich so viel zu tun haben, wie ich gehört habe. Warum bist du dann nach Mondstadt gekommen? Ich plane, durch ganz Teva zu reisen. Und der Zweck meiner Reise ist es, diesen kinetischen Kern zu verkaufen, den ich hergestellt habe. Einfach ausgedrückt handelt es sich um ein Uhrwerk, das in bestimmten Abständen gedreht werden muss, um für eine lange Zeit kinetische Energie zu generieren. Eine Aufziehuhr? Cool. Um diese Vorrichtung zu demonstrieren, habe ich auch ein Maschinenspielzeug mit konstanter Bewegung geschaffen, das von einem kinetischen Kern angetrieben wird und das von mir als mechanisches Perpetuum Mobile Puzzle bezeichnet wird. Aber so gern ich dir diese Vorrichtung auch zeigen würde, diese Vorrichtung ist so herausragend, dass selbst Monster ihrem Charme kaum widerstehen können. Im Moment wird meine Vorrichtung von den Monstern ganz unschön in tausende Einzelteile zerlegt, wie ein Spielzeug in den Händen von Kindern. Ach, obwohl ich die Abenteurergilde um Hilfe gebeten habe, können mir auch die Abenteurer nichts Neues mitteilen. Wenn es dich interessiert, Ehrenritter, kannst du mir diesen Gefallen tun? Glaube mir. Weder meine Vorrichtung noch die Entlohnung werden dich enttäuschen. Kein Problem. Bravo, du bist wirklich ein so starker und mitfühlender Abenteurer, wie es in der Zeitung steht. Hier, was steht denn da drin? Es ist schade, dass wir jetzt in Mondstadt sind. Wenn wir im Hof von Fontaine wären, hätte ich einen Journalisten vom Dampfvogel für ein Interview zu dir geschickt. Ich habe das Gefühl, wenn wir irgendwann mal, eines Tages, nach Fontaine kommen, haben wir keine ruhige Minute. Oder wir müssen uns verkleiden. Sie würden wieder einmal so beeindruckt von deinem Charme sein, dass sie dir bereitwillig die Titelseite und Honorare für die nächsten 3 Wochen geben. Na, immerhin ein kleiner Trost. Was die Teile angeht, zähle ich jetzt auf dich, Ehrenritter. Sammel Komponenten. Okay. Puzzleteile suchen? Das ist immer so ärgerlich, wenn bei einem Puzzle auch nur ein Teil fehlt. Ich hoffe, wir finden alle.
Ja. Time for takeoff. Brace yourselves. Kiste mit Komponenten? Eine Kiste randvoll mit Komponenten. Diese Komponenten sehen intakt aus. Vielleicht, weil sich die Ungeheuer nicht dafür interessieren? Irrritter, du bist zurück. Wie geht es mit den Komponenten voran? Sind das die richtigen? Genau, das sind sie. Toll, meine Komponenten. Jetzt, da die Komponenten gefunden sind, müssen sie nur noch zusammengefügt werden. Nun, wenn du Interesse hast, Irrritter, kannst du dich daran versuchen, die Teile des mechanischen Perpetuum Mobile Puzzles zusammenzusetzen? Vertrau mir, das wird sehr interessant. Hut ab, Ehrenritter. Bist du dabei, das mechanische Perpetuum Mobile Puzzle zusammenzusetzen? Du siehst aus, als wolltest du mich etwas fragen. Aha, du interessierst dich also für unseren Club der Visionäre. Was ist der Club der Visionäre? Wie kann ich es dir am besten erklären? Im Allgemeinen ist dein Club ein zwangloser Zusammenschluss von Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben. Aber die Grundlage unseres Clubs der Visionäre ist nicht nur ein Interesse, sondern ein Traum. Aber diese Träume werden oft als realitätsfremd kritisiert. Deshalb nennen wir uns im Club einfach Visionäre. Wir, die Mitglieder des Clubs, sind natürlich eine Gruppe von Visionären, die immer an ihren Visionen festhalten. Über die Mitglieder des Clubs der Visionäre. Ah, wir sind ein kleiner Club, doch unsere Mitglieder haben eine große Illusion. Ich, Felix Jurge, möchte eine Energiequelle bauen, die ewig hält. Und ich möchte mechanische Strukturen verwenden, ohne dass irgendwelche Rohstoffe verwendet werden müssen, die normale Menschen nicht verarbeiten können. Das klingt tatsächlich effizienter als das mit den Roboterspielzeugen, die bei falscher Zusammensetzung explodieren. Und dann ist da noch Xavier mit seiner großartigen Kunstfertigkeit. Seine Filmkamera ist wirklich genial. Seine verborgenen Talente kommen jedoch am eindrucksvollsten in den von ihm geschaffenen Filmen zur Geltung. Wir sind alle davon überzeugt, dass er der größte Filmemacher von Tebert werden wird. Aber ich habe gehört, dass er nie wieder nach Fontaine zurückgekehrt ist.
bis danach Inazuma gegangen ist. Was um alles in der Welt macht er denn da? Ich glaube, einen Film drehen. Dann gibt es natürlich noch Herrn Garcia, der eine handbetriebene Zahlenmaschine baut. Stimmt, er versucht damit, das Kochen für jedermann einfach zu machen. Auch wenn er manchmal etwas mit den Gedanken abschweift, glaub mir, er ist wie geschaffen für die Mathematik. Zu guter Letzt sind dann noch die äußerst energiegeladenen Brüder Mikandre und Babisse. Sie entwickeln eine Superkanone, die ihren Plänen nach Kanonenkugeln abfeuern soll, die bis hinauf zu den Sternen von Tebat fliegen und in denen Menschen sitzen können. Sie suchen zwar noch nach dem richtigen Treibstoff, aber ihre Vision ist das Verrückteste, das ich je gehört habe. Meint ihr das ernst? Ja, natürlich. Wir meinen es ernst mit unseren Visionen. Ist Club der Visionäre nicht der richtige Name für uns? Wenn du Interesse hast, kannst du anschließend die Stadt Petrichor im Hof von Fontaine besuchen, wo sich unser Treffpunkt befindet. Aber wenn du jetzt dorthin gehst, triffst du wahrscheinlich nur die verzweifelten Brüder Mikandre und Babisse. Ich habe Xavier in Inazuma getroffen. Umwerfend, wunderbar. Diese Tatara-Geschichten werden den lieben Xavier sicher berühmt machen. Aber um ehrlich zu sein, bin ich wirklich erleichtert. Ich dachte, er wäre spurlos in Inazuma, aber warum schickt er keinen Brief jetzt, wo die Sache geklärt ist? Macht nichts. Ich schreibe einen Brief und schicke ihn zurück nach Petrichor, um Mikandre mitzuteilen, dass er sich keine Sorgen machen soll. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und noch einmal danke an dich, Ehrenritter. Teile des mechanischen Puzzles wiederherstellen. Auf geht's. Was haben wir denn da? Wiederherstellung eines Teils des mechanischen Puzzles, Teil 1. Du musst die verschiedenen Zahnradkomponenten angemessen einstellen. Die Zahnräder auf den Wellen anbringen, um sie zu verbinden. Und auch das letzte getriebene Zahnrad in Schwingung zu versetzen. Du kannst die verschiedenen Zahnräder auf der oberen oder der unteren Ebene der Wellen anbringen. Aber auf jeder Welle kann nur ein Zahnrad platziert werden. Zahnräder auf verschiedenen Ebenen können nicht direkt miteinander verbunden werden. Dafür aber mit Hilfe von doppellappigen Zahnrädern. Gleichzeitig können sich auch die doppellappigen Zahnräder weiterhin drehen. Beim Anbringen von Zahnrädern kann es dazu kommen, dass diese sich mit anderen Zahnrädern oder Wellen überlappen. In solchen Fällen können die Zahnräder nicht platziert werden.
Yay. Kleines Zahnrad. Ein kleines Zahnrad? Auch ein noch so kleines Zahnrad hat seinen Nutzen. Zumindest vielleicht. Noch ein kleines Zahnrad. Mittelgroßes Zahnrad. Ein mittelgroßes Zahnrad. Normalerweise nennen wir es das Rückgrat. Sehr witzig. Und ein großes. Ein großes Zahnrad. Sein Gewicht und seine Arbeitsgeräusche hinterlassen einen tiefen Eindruck. Aha. Kann das auch auf Platz 1? Nein, kann es nicht. Und dann hat es ja nur auf 4 Platz. Was wir es überhaupt brauchen? Brauchen wir es wirklich? Tja, ja. Das war aber eine kleine Schrift. Das habe ich nicht lesen können. Beide Ebenen anschauen. Untere Ebene. Obere Ebene. Aha. Das mit den Ebenen habe ich jetzt noch nicht kapiert. Hui, es dreht sich. Hey. Zum nächsten Teil des mechanischen Puzzles. Okay. Obere Ebene? Und da ist ein anderes Zahnrad dabei. Nein, das ist nur ein großes und wir haben 3 kleine. Ah. Ah. Okay. Das sieht doch so ganz gut aus. Oh, ich muss auf die untere Ebene. So. Hui. Yay. Das ist unten und das ist oben.
Und da ist ein doppellappiges Zahnrad. Ein relativ kleines doppellappiges Zahnrad. Doppelte Struktur, doppelte Arbeitsleistung. Aha. Hm. Ah. So. Dann. So? Nein. Und das reicht ja nicht bis dahin. Dann muss es halt doch woanders hin. Aufbau der was? Warum machen sie sich die Mühe, das überhaupt einzublenden? Großes doppellappiges Zahnrad. Ein relativ großes doppellappiges Zahnrad. Große Struktur, großer Verbrauch. Okay. Sieht wirklich groß aus. Die beiden sitzen also unten. Okay. Und dann muss es aber einmal wieder runter. Ah, so vielleicht? Sieht auch nicht wirklich richtig aus.
Das ist jetzt oben. Dann ist unten doch genug Platz, oder? Ja. Aber so komme ich doch nicht rüber. Oh, oben. Und dann noch zwei? Yay! Das sollte doch hinhauen, oder? Nein. Mann. Dann vielleicht so herum. Reicht nicht bis dahin? Manu. Thank you.
da? Die drei. So, dann habe ich doch nichts, was da hinreicht. Herrje. Herrje. Der oberen Ebene. So. Hey.
Achso. Ich kann sie umdrehen. Okay.
Etage 4. Yay. Wiederherstellung eines Teils des mechanischen Puzzles 2. Teil 3, Teil 4, Teil 5, Teil 6. Juhu. Bravo! Alle 6 Teile des mechanischen Perpetuum Mobile Puzzles sind jetzt wieder da. Jetzt müssen wir sie nur noch wieder zusammenfügen. Alle von Ihnen? Ja, natürlich. All diese 6 kleineren Teile können wieder zu einem einzigen zusammengefügt werden. Und zusammen bilden sie eine gigantische und wunderschöne mechanische Perpetuum Mobile Puzzle. Komm, komm, jetzt müssen wir sie nur noch vereinen. Brauchst du etwas brennen und schmelzen? Brauchst du etwas zusätzliches Handwerk? Nein, nein, auf keinen Fall. Meine Maschine ist nicht von einer von diesen zusammengestückelten Metallschrottdingern. Oh, die Roboter sahen doch niedlich aus. Jeder der Komponenten, klar und geschickt zusammengesetzt, ist wie... Ach, macht nichts. Metaphern waren noch nie meine Stärke. Xavier hat mir meine ganze Inspiration genommen. Egal. Komm und probier es aus. Vertrau mir, es wird Spaß machen. Hat er vor? Okay, Puzzle zusammensetzen. Bist du dir sicher? Komm und probier es aus. Vertrau mir, es wird Spaß machen. Okay. Oh Gott. Du benötigst 6 Teile des mechanischen Puzzles, die im richtigen Winkel in der richtigen Position angebracht werden müssen, um das gesamte Perpetuum Mobile Puzzle zusammenzufügen. Nachdem du das Teil des mechanischen Puzzles auf der Werkbank aufgebaut hast, kannst du es immer noch drehen oder seine Position anpassen. Das ist jetzt ein normales Puzzle? Okay. Was haben wir denn hier? Teil in der Luft. Ein Teil des mechanischen Perpetuum Mobile Puzzles, das Felix Woge wiederherstellen möchte. Was? Teil Blätter. Teil auf dem Wind. Teil Blumenmuster. Teil über den Wolken. Und Teil Stempel. Mm-hmm.
sieht doch richtig aus. Ja. Hübsch. Mechanisches Petitum Mobili Puzzle Ende. Xundong, der Anführer der vielseitigen. Was? Hier. Da. Felix Boge vom Hof von Fontaine scheint noch etwas sagen zu wollen. Perfekt! Das ist wunderschön! Du bist sowohl im Kopf als auch in der Hand geschickt und es war mehr, als ich erwartet hatte. Ha, ich erinnere mich, in ein paar Artikeln des Dampfvogels wurdest du beschrieben als als ein Mann bezeichnet, der die Leute gern mit seinem Schwert überzeugt. Gradlinig und mutig. Aha. Ach, wie lächerlich und töricht diese Journalisten waren. Wie viel Aufhebens sie um so wenig machen. Wer bist du denn, wenn nicht ein scharfsinniger, kluger, bescheidener und freimütiger Recke? Wenn ich Zeit habe, werde ich einen Brief schreiben, um sie zu widerlegen. Ach ja, nimm bitte diese Vorrichtung. Wann immer du dich langweilst, kannst du dir damit die Zeit vertreiben. Was mich betrifft, nun, ich werde anfangen müssen, Geld für meine Reise nach Liwa zusammenzukratzen. Hui! Wie es mir geht? Ich habe die Puzzle gelöst. Geben wir die Kanne und stellen das Teil auf. This realm is truly beginning to thrive. I cannot help but be stirred. Muss ich das Teil überhaupt herstellen?
Mein Profilbild erinnert dich an was? Naja, das ist ja eine Zwiebel. Ja, passend zum Namen. Das ist die glückliche Zwiebel. So, was habe ich denn hier? Klarer Kristallkern. Nee, klares Sternenlicht. Klares Sternenlicht. Diese kristallinen, pendelartigen Lichter ähneln Sterne, die auf die Erde fallen, genau wie die leuchtenden Sterne, die überall im astrologischen Palast zu finden sind. Im Innern des klaren Glases ist ein spezielles Pulver versiegelt, das Licht aus der Umgebung anzieht und es ermöglicht, für lange Zeit Licht auszustrahlen. Wer kann das Sternenlicht einsperren? Alles, was übrig bleibt, ist Schatten. Auch wenn sie das sagte, schien die große Astrologin nicht zu wollen, dass diese Lampe erlischt, und hat sie vielleicht als Andenken in ihre vorübergehenden Wohnung zurückgelassen. Ah. Was habe ich hier noch? Dodokos wunderschöner Sommer. Wäre es dann nicht so, dass Klee während ihres Abenteuers im Archipel viele Gefahren haben würde? Es könnte also furchtbar langweilig werden, wenn sie bei plötzlichem Regen alle in getrennten Zelten warten müssten. Deshalb habe ich beschlossen, ein besonderes großes Zelt aufzustellen, in dem sich alle ausruhen können und noch ein paar lustige Kleinigkeiten hinzuzufügen. Und natürlich müsste das Zelt groß genug sein, um all die Schätze zu verstauen, die sie während des Abenteuers gesammelt haben. Aber wie sollen sie so viele Schätze wegschaffen, wenn sie so ein großes Zelt füllen? Ach, das wird schon gehen. Klees Freunde werden schon einen Weg finden. Alice ist echt eine Marke. Nach Angaben von Albedo hat Alice kurz nach dem Sommerabenteuer des letzten Jahres in Mondstadt vorbeigeschaut, um ihre Gedankengänge von damals zu besprechen. Die Überlegungen der Hexe waren in der Tat umfassend. Wie sie vermutet hatte, ruhten sich tatsächlich alle eine kurze Weile in diesem Zelt aus und die Geräte darin sorgten für gute Unterhaltung, wenn es regnete oder die Nächte lang wurden. Die große Menge an Schätzen, die Klee bei der Erkundung entdeckt hatte, konnte sie nur mit viel Mühe nach Mondstadt zurückbringen. Zum Beispiel konnte sie mit Kryokraft den nassen Boden gefrieren lassen, um die Ladung besser transportieren zu können. Oder anhand einer Sonnennachbildung die schwere Fracht über hügeliges Gelände schleppen. Man könnte sagen, dass der Transportvorgang an sich ein ziemlich einzigartiges Erlebnis war. Oh, ich sehe es lebhaft vor mir. Also die meisten Charaktere in Genshin Impact sind ja auch ziemlich sonderlich. Was ist doch alles? Schon wieder so ein langer Text. Dodoko Reisetasche. Mama hat mir viele Abenteuergeschichten erzählt. Du könntest bei
deinen Abenteuern auf ein paar böse Jungs treffen, also musst du viele Bim-Bam-Bomben und Funkelfunken mitnehmen. Aber wenn du zu viele Sachen in eine Tasche packst, wird sie viel zu schwer. Wenn Taschen doch nur von selbst laufen könnten. Mama hat gesagt, dass wir ein Bim-Bam-Bomben-Hüpfkissen unter der Tasche befestigen können. Dann brauchen wir die Tasche nur noch zu werfen und sie hüpft davon. Da Barbara das von Klee gehört hatte, nahm sie die Tasche einmal aus Neugier, hob sie hoch und schleuderte sie nach vorn und es funktionierte tatsächlich mehr oder weniger wie beabsichtigt. Dummerweise wurde dieses Gepäckstück sehr schwer werden, wenn es voll gefüllt würde. Wenn man es in Mondstadt herumhüpfen ließe, könnte es durch Tavernenwände brechen, Tische umwerfen und für die Ritter nur schwer zu stoppen sein. Deshalb ist es vielleicht am besten, es in einem Zimmer stehen zu lassen und als Dekoration zu verwenden. Aha! So, was haben wir noch? Dodokos Dodo-Ofen. Einige Bewohner von Dodoland essen gerne Bratäpfel. Um dieses Gericht zuzubereiten, musst du die Äpfel in große Stücke schneiden und mit 2 Portionen Marmelade bestreichen. Warte, warum gebraten? Nun, das liegt daran, dass alle Menschen in Dodoland sehr warmherzig sind und deshalb warmes Essen lieben. Und warum tun sie Marmelade auf die Früchte? Weil auf diese Weise können sie etwas essen, das außen und innen unterschiedlich süß ist. Je süßer, desto besser. Nach dem Gespräch mit Klee, die für einen kurzen Besuch vorbeikam, hat Knolle auch versucht, ein paar dieser Bratäpfel zu machen. Dabei hat sie sich zwar ein paar Federn versenkt, aber das war es wert, denn die Äpfel waren echt gut. Dodokos Strandnickerchen. Ein Liegestuhl ist ein Liegestuhl und kein Trampolin. Du solltest dich einfach darauf legen und ein Sonnenbad nehmen. Komm schon, dieser Liegestuhl ist ziemlich stabil. Ich kann darauf hüpfen und es wird überhaupt kein Problem sein. Natürlich. Alice hat ihn ja schließlich entworfen. Ich vermute, dass selbst ein Ruinenwächter nicht in der Lage sein wird, ihn zu zerbrechen. Wenn wir 3 dieser Stühle aneinander binden, können wir vielleicht eine riesige Schleuder bauen und Bim-Bam-Bomben über die Stadtmauern und in den Mostsee schicken. Der stellvertretende Großmeister belauschte zufällig dieses Gespräch zwischen Klee und Albedo, als sie vorbeikamen. Also musste Albedo in Klees Namen eine Garantie schreiben, dass Erinnerungsstücke aus dem Goldapfelarchipel nicht für Streiche verwendet werden, nachdem diese Liegestühle zurück nach Mondstadt gebracht worden waren. Herr Jemini. Und jetzt das neue bauen. Achso, ist das überhaupt was zum Bauen oder kann ich das einfach so aufstellen? Das ist neu.
Das habe ich noch nicht gebaut. Wie auch immer. Tschüss, Knolle. If you ever have any questions about the realm within, you may ask me. Also ich finde die meisten Gegenstandsbeschreibungen einfach zu unterhaltsam, um sich nicht durchzulesen. Fontaine-Objekte? Also die meisten Sachen, die ich jetzt habe, machen können. Die sind ja bloß so rot wie Klee. Die sind im Klee-Style. Nicht im Fontaine-Style. So, wo ist das denn? Wo ist das denn? Neue Sachen. Ich will das, was ich mir gerade erpuzzelt habe, aufstellen. Da ist der Dodo-Ofen. Da ist das Boot. Dekoration für draußen. Der Liegestuhl. Ist das gar nichts für draußen? Kann das für sein? Dann müssen wir halt nach drinnen gehen. Zurück zur Knolle. Zierrad, Wanddekoration. Da, tatsächlich. Dekoration für drinne. Komme ich da nicht ran? Burst forth. Was hänge ich auf? Das ist ganz neu. Mm-hmm.
Das ist einfach nur zum hübschen Aussehen. Ein bisschen enttäuschend. Oh, es dreht sich. Fortschritt der Wiederherstellung des mechanischen Puzzles 6 von 6. Mechanisches Perpetuum Mobile Puzzle. Stelle alle Teile des mechanischen Puzzles wieder her, um Felix Woge zu helfen, das mechanische Perpetuum Mobile Puzzle vollständig wiederherzustellen. Alles abgeschlossen. Dann gehe ich jetzt noch bei Sucrus vorbei, in der Hoffnung, dass ein paar Pflanzen nachgewachsen. Die brauchen noch einen Tag. Okay. Die vielseitigen Feinschmecker, der Durchbruch im Denken? Sprich mir Xiodong. Der Anführer der vielseitigen Feinschmecker scheint von einer bestimmten Sache beunruhigt zu sein. Hey Reisender, schön dich wiederzusehen. Kann ich bei irgendetwas helfen? Willst du mich zu diesem Essen einladen? Na, das ist genau das, worauf ich mich vorbereite. Wir haben von überall her frische Zutaten gesammelt, um ein tolles Essen zu kochen. Ich habe fast genug Zutaten, also versuche ich herauszufinden, wie ich sie zubereiten kann. Wo sind Juli und Pavavne? Nun, Pavane ist auf der Suche nach weiteren Zutaten für das ultimative Gewürz, das sie machen wollte. Sie nahmen Juli auf dieser Suche mit nach draußen. Sie sagten aber, dass sie nicht zu weit aus der Stadt gehen würden, also mach dir keine Sorgen. Allerdings brauche ich deine Hilfe bei etwas. Obwohl ich eine Menge frischer Zutaten habe, fehlt mir die Inspiration, die ich brauche, um einen Durchbruch zu schaffen. Schau dir das an. Seegras, Meerslackporling und Sakura-Blüten.
Sie sind ziemlich frisch, aber ich habe keine Ahnung, was ich mit ihnen anfangen soll. Ich wollte einen lokalen Koch in Inazuma um Rat fragen, aber wenn ich das tun würde, würde ich mit der üblichen Inazuma-Küche enden. Das ist nichts Neues. Also dachte ich daran, Zutaten aus Inazuma zu verwenden, wie die Köche von Liwa es tun. Auf diese Weise kann ich vielleicht etwas Neues und Aufregendes machen. Reisner, könntest du bitte nach Liwa gehen und Koch Mao vom Wan Min Restaurant für mich konsultieren? Du willst ein bisschen Pfiff, nicht wahr? Boom, Schakalaka. Was ist das? Meinst du eine Art Gefühl der Ehrfurcht vor dem Essen? Wenn du ein Rezept mit diesem Gefühl finden kannst, wäre das fantastisch. Aber ich kenne niemanden, der ein solches Rezept hätte. Ach, ich habe da so eine Küchenfee dabei. Wie auch immer. Bitte geh und konsultiere zuerst Koch Mao für mich. Ich hoffe, Koch Mao hat ein paar gute Ideen. Der schickt uns echt fast um die halbe Welt für sein Essen? Für uns? Das ist doch gemein! Können wir nicht einfach die Küchenfee fragen? Reisender? Was machst du denn hier? Soll ich dir wieder etwas Leckeres zaubern? Ich bin eigentlich für einen Ratschlag hier. Hyojung ist nach Inazuma gegangen, um zu kochen? Er hat wirklich eine ganz schöne Portion Entschlossenheit. Kennst du ihn? Irgendwie schon. Wir hatten mal eine Kochrivalität und es war eine Pattsituation. Er sagte, er wolle die Welt bereisen und nach einem Durchbruch suchen. Ich hätte nie gedacht, dass er es tatsächlich tun würde. Und trotzdem sieht es so aus, als ob er gegen eine Wand gefahren ist. Weißt du, was ihm helfen könnte? Vielleicht weiß Xingling, wie man sein Problem lösen kann? Xingling? Stimmt, sie ist schon immer eine sehr kreative Köchin gewesen. Vielleicht kann sie eine Lösung finden. Aber sie ist im Moment im Gingsedorf gegangen, um Bambussprossen zu pflücken. Also ist sie nicht hier. Es wird eine Weile dauern, sie zu finden. Hyojung wartet bestimmt schon sehnsüchtig. Mal sehen, ob ich sein Problem lösen kann. Seegras, Meereslackporling und Sakura-Blüte? Das sind seltsame Zutaten. Wenn ich das Seegras und den Meereslackporling alleine nehmen würde, könnte ich wohl ein Gericht machen. Aber wir brauchen noch ein paar zusätzliche Dinge. Reisner, könntest du bitte ein paar Jun-Peperoni und rohes Geflügel für mich auftreiben? Klar. Klassische Zutaten. Das ist sicher. Sie sind auch am schwersten zu vermasseln. Bring sie zu mir, sobald du welche hast. Abgesehen davon weiß ich wirklich nicht, wie man Sakura-Blüten kocht. Ich bin mir nicht sicher, wie die Köchin Inazuma mit ihnen umgehen. Gib
Kochmau, die Junpeperoni und das rohe Geflügel. Na gut. Hast du die Junpeperoni und das rohe Geflügel? Junpeperoni. Eine scharf schmeckende Pflanze aus dem Gebiet von Lima. Schon wenn man an ihr riecht, wird einem heiß und man bekommt Durst. Rohes Geflügel. Ein frisches Stück rohes Geflügel, das einen Geschmack mit der richtigen Zubereitung besonders entfaltet. Das sollte genug sein. Warte einen Moment. Ich werde sehen, was ich mit diesen Zutaten machen kann. Erledigt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es sich nicht allzu sehr um den Gerichten unterscheidet, die ich normalerweise mache. Bring dieses Gericht zurück zu Xiondong. Hoffentlich wird es dein Problem lösen. Koch Maus besondere kalte Geflügelhäppchen. Kalte Geflügelhäppchen von Koch Mao zubereitet. Seegras und Seegurke wurden dabei hinzugefügt und man fragt sich, wie das Ergebnis wohl schmecken mag. Ich dachte Meereslackporling. Wo kommt denn jetzt plötzlich die Seegurke her? Du bist wieder da. Was hat Koch Mao gesagt? Dieses Gericht? Lass es mich mal versuchen. Der Geschmack ist großartig und die Kombination der Zutaten ist auch wirklich gut, wie man es von Koch Mao erwartet. Allerdings habe ich immer noch das Gefühl, dass ein bisschen was fehlt. Allerdings habe ich immer noch das Gefühl, dass es ein bisschen was fehlt. Ich weiß es nicht. Ich werde darüber nachdenken. Zumindest hat Koch Mao mich auf eine Idee gebracht. Vielen Dank für deine Hilfe. Bitte nimm dies hier. Wie um alles in der Welt solch ein wirklich einzigartiges Gericht zubereiten. Mir wäre es am liebsten, wenn er einfach nur Fisch zubereiten würde. Dann kriege ich vielleicht das Rezept für die Sashimi-Platte. Das habe ich noch nicht. Ad Astra Abyssosk. Eine krachende Krise schließt die Herausforderung, Gegner innerhalb der vorgegebenen Zeit zu besiegen, ab. Eine Gruppe von Monstern, die keine gute Absicht hegen, hat ein gefährliches Gewitter ausgelöst, das wahllos jeden angreift. Mach dich auf den Weg und halte sie auf.
evil shall be dispersed. Sie hat mich gesehen. Geh weg, Vanilopa. Disappear! Tear! Worthless! Take this! Confess! Sacred name, Fortune Preserver. Lightning Slash! Ja, das war wirklich nutzlos. Habe ich mir dabei gedacht? Habe ich gesehen, dass es ein Anemo-Schleim war? Worthless! Tear! Wheel of Life. Here! Following Thunder! Lightning Slash! Can't move it! Rise. Disappear! Worthless! Tear! Volle Kraft voraus. Erreiche innerhalb der vorgegebenen Zeit das Ziel. Beim Besiegen von Monstern verlängert sich die Zeit ein wenig. It's my lucky day. The perfect distance. Foreign. Evil conquering! Worthless! Tear! Worthless! Tear! Boring! Wheel of Life. Opening box of Adepti Tricks.
Echt da unten? Nee. Tatsächlich. So, wo muss ich hin? Life goes on. Faster? Okay, faster. Okay, überstanden. Das Böse durchzieht das Land. Vernichte alle Monster. Eine Gruppe von Monstern ist in der Wildnis aufgetaucht und bedroht die Sicherheit der umliegenden Gebiete. Besiege sie und ersticke die Bedrohung, die sie darstellen, im Keim. Drei Gegner? Disappear! Worthless! Tear! Tear! Go.
lightning flash! Okay, zurück zu Catherine. Habe ich den jetzt hergestellt? Ja. Okay. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. So, dann gibt es nur noch die gute Nachtgeschichte. Und dann ist der Sendestoß. Tagebuch eines Unbekannten 3. Juncast. Das Tagebuch eines Unbekannten, zurückgelassen in der Wildnis. Es beschreibt die abenteuerlichen Vorkommnisse im Juncast. In der Nähe des Fußes der Klippe traf ich einen Kräuterkundigen, der mir half, den Knochen zu legen. Ich wurde vor Schmerzen fast ohnmächtig, aber er sagte, dass die meisten Passanten, die er trifft und die eine Begegnung mit einem Ruinenwächter überstanden haben, körperlich weniger intakt sind als ich. Da denke ich mir, jede Wolke hat auch einen Silberstreifen. Von oben sieht der Juncast völlig unberührt von menschlicher Aktivität aus. Da er völlig in dichten Nebel gehüllt ist, ist es fast unmöglich zu wissen, wie tief der Nebel wirklich geht. Aus den Steinformationen sind seltsame Geräusche zu hören. Ob diese von Monstern oder göttlichen Wesen stammen, vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass mir die Haare im Nacken hochstehen. Mit etwas Glück könnte ich hier einen guten Bernsteinbrocken oder vielleicht ein paar hochgeschätzte Heilkräuter finden. Ich weiß, dass niemals viele der ärmeren Dorfbewohner ihr Vermögen gemacht und ihr Leben in Liebe durch den Verkauf von Kräutermedizin aufgebaut haben, und ich sehe keinen Grund, warum ich das nicht auch tun könnte. Am Abend regnete es heftig,
was bedeutete, dass die Klippe zu rutschig war, um hinaufzuklettern. Ich konnte auch nirgendwo mein Kletterseil oder meine Axt finden. Es ist seltsam. Ich bin nicht der Typ, der Dinge so leicht verliert. Ich wette, eines der Monster, die in den Bergen lauern, hat es sich geschnappt, als ich nicht hingesehen habe. Vielleicht war es ja ein Fuchs. Nach mehreren Tagen erfolgloser Suche habe ich endlich ein paar gute Heilkräuter gefunden und mache mich auf den Rückweg. Ich wollte noch eine letzte Suche durchführen, aber dieser Ort macht mir langsam Angst. Sobald die Nacht hereinbricht, denke ich immer wieder, dass mir überall schattenhafte Gestalten folgen. Auch die Serie einiger unbekannter Monsterarten, die mein Blut gefrieren lassen, kommen jetzt aus allen Richtungen. Und sie kommen immer näher. Beim Abstieg stieß ich auf eine alte Weinflasche. Ich spülte sie mit etwas Quellwasser aus. Sie befindet sich noch in gutem Zustand. Ich wette, Zhongdong würde sich freuen, wenn ich ihm die Flasche als Andenken mitbringen würde. Ich würde ihm nur sagen, dass es ein Schatz war, den mir ein Adept geschenkt hat. Na dann, gute Nacht.